Ich bin Nastassja Nesterovic, ich bin 14 Jahre alt und ich spiele Tennis. Ich habe 2012 angefangen, da war ich 5 Jahre alt. Ich bin in Berlin geboren und ich bin auch hier aufgewachsen und seit einem halben Jahr lebe ich in Belgrad. Der Vorteil ist, dass die Schule dort viel leichter ist und dass ich das dann besser hinbekomme mit dem Tennis und mit der Schule zusammen. Weil das war hier viel zu stressig und ich habe es nicht geschafft, beides gleichzeitig zu machen. Meine Motivation sind auf jeden Fall die Profispieler, die dort immer spielen, weil wenn ich die so neben mir spielen habe, dann sind die auf jeden Fall eine sehr große Inspiration. Ich mag Novak Djokovic sehr und Olga Danilovic, weil ich habe die schon mehrmals getroffen. Und die sind ziemlich nett und die spielen auch gut. Ich finde es sehr faszinierend, wie schnell er ist und was für Bälle er alles zurückbekommt. Und ich finde es auch sehr gut von ihm, dass er, also er ist nicht nur ein guter Tennisspieler, sondern mit dem ganzen Geld, was er verdient, hilft er auch anderen Tennisspielern. Persönlich habe ich mich am meisten gefreut über das Tennis Europe, was ich jetzt in Belgrad gewonnen habe am Anfang des Jahres. Es war sehr besonders, weil es war in Serbien und da ist meine ganze Familie und meine Trainer und die konnten alle zuschauen und ja, das war sehr schön. Ich trainiere jeden Tag in der Woche, außer am Sonntag, das ist unser Pausentag, da haben wir kein Training. Und an den Tagen, an denen ich nicht in die Schule gehe, habe ich zweimal am Tag Training, zweimal am Tag Tennis. Und dann einmal am Tag also Krafttraining. Und an den anderen Tagen, wenn ich in die Schule gehe, habe ich einmal Tennis und einmal dann Krafttraining. Und dann nebenbei noch Yoga und sowas halt. Auf jeden Fall, dass ich Nummer 1 der Welt werde. Ich bin Nastassja Nesterovic, ich bin 14 Jahre alt und ich spiele Tennis.